spielen hier die Fußballstars von morgen, der Drumbo Cup, Deutschlands größtes Nachwuchsturnier für Grundschüler. Am 26. März wurde das Finale in der Sporthalle Charlottenburg ausgetragen. Fast 400 Mannschaften wurden in diesem Jahr von Berliner Grundschulen ins Rennen geschickt. Das ist neuer Rekord. Ja, passiert ja auch in vielen Schulen, mit AGs, mit Unterricht, mit der Fußball wird dort ein bisschen mehr in den Fokus im Augenblick gestellt der letzten Jahre. Seit 2006 ist mehr Fußball auch mit dabei und ist ja eben auch die beliebteste Sportart, die es gibt. Der Drumbo Cup ist ein Traditionsturnier. In diesem Jahr fand die Veranstaltung zum 41. Mal statt. Mehr als 100.000 Schüler und Schülerinnen haben insgesamt am Cup teilgenommen, darunter natürlich viele Talente. Zahlreiche Fußballgrößen waren auch schon beim Drumbo Cup aktiv. Viele Spieler, die jetzt heute berühmt sind, haben im Drumbo Cup angefangen. Die Boatengs, Christian Ziege, Thomas Hessler, die haben alle schon um den Drumbo Cup gespielt, vor Jahrzehnten schon, und sind alle große Fußballer geworden. Und man sieht schon, dass ein anderes Talent mit dabei. Bei den Mädchen setzte sich in diesem Jahr das Team der Bruno-Bürgel-Grundschule durch. Beim männlichen Nachwuchs war die Friedrichsfelder-Grundschule im Elfmeterschießen erfolgreich. Und wer weiß, vielleicht war ja auch diesmal der kommende Icke Hessler beim Drumbo Cup dabei. Oder vielleicht auch die nächste Birgit Prinz.